Gottes unbegreifliche Liebe. So heißt heute Morgen unser Thema. Gottes unbegreifliche Liebe. Ich möchte zu Anfang den wohl bekanntesten Vers der Bibel lesen. Aus Johannes Kapitel 3, Vers 16. Da steht: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. Meine erste Frau ist verstorben. Dann war ich 1,5 Jahre allein. Das war die einsamste Zeit meines Lebens. In der ersten Woche nach ihrem Tod bin ich jeden Abend zum Friedhof gegangen. Dann habe ich da gestanden und zurückgedacht, für die 33 guten Jahre gedankt und mich dem Herrn anbefohlen und dann wieder nach Hause. Zum Glück begann dann bald eine neue Evangelisation in der Nähe von Hamburg, sodass ich wieder unter die Leute kam. Aber es war für mich unheimlich schwer. Ich war plötzlich allein in der großen Wohnung. Einige von euch haben das wahrscheinlich ähnlich erlebt. Aber ich hatte einen Freund, der mich fast jeden Tag besuchte, wenn ich zu Hause war. Das war unser Sören, unser Enkel. Sören, die wohnten ganz in der Nähe. Sören war damals 3,5 Jahre alt und er kam fast jeden Tag zu mir, wenn ich zu Hause war. Ich war meist am Schreibtisch und er war dann da am Fußboden und spielte mit seinen Autos und Treckern und Tieren und was weiß ich, manchmal fuhren die über meine Füße und er war beschäftigt und ich war beschäftigt. Und dann mit einmal war Sören so still und guckt hoch und ich gucke Sören an und dann sagt er: Opa, ich hab dich ganz doll lieb. Oh, ich habe gesagt: Sören, sag das nochmal. Und dann sagt er nochmal ganz schüchtern: Opa, ich hab dich ganz doll lieb, aber Mama auch. Ah. Ich denke, das ist der schönste Satz in der deutschen Sprache, oder? Ich habe dich lieb. Und wisst ihr was? Genau den Satz gebraucht Gott. So spricht Gott uns an. Ich habe dich lieb. Heute Morgen, als ich wach wurde, habe ich das schon gehört. Das ist in meinem Geist. Ich freue mich jeden Morgen darüber, dass das immer noch so ist. Und morgen wird es wieder so sein. Ich habe dich lieb. Gott spricht unsere Sprache. In Jesaja 43, 4. Ich habe dich lieb. Und damit jemand meint, er sei hier nicht gemeint, in Malachi 1, Vers 2. Ich habe euch lieb. Es ist keiner in diesem Saal, der hier ausgeschlossen wäre. Ich habe euch lieb. Wie oft habe ich in den über 60 Jahren meines Evangelisationsdienstes Erlebnisse gemacht, wo ich nur so gestaunt habe, wie Gott Menschen, die ganz weit weg waren, ganz tief unten waren, herausgeholt hat und ihr Leben neu gemacht hat. Bei Gott gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Ich habe dich lieb. Das gilt für jeden Menschen. Ich hatte mal eine Evangelisation in Kirgisien, in Frunze, also heute heißt die Stadt Bischkek. Das ist schon sehr lange her, das war vor der Wende. Und ich predigte da in dem Bethaus, wie sie ihre Versammlungshäuser in der Regel dort nennen, proppevoll, auf jedem Schoß, fast ein Kind. Bei diesen kinderreichen Familien ist das so. Und ich durfte dort predigen. Ich war nur als Tourist da. Ich hatte ja eigentlich keine Genehmigung zum Predigen, aber da ging ja vieles heimlich. Und in der Versammlung war ein junger Mann, der mit ganz großem Widerwillen gekommen war.
Er wollte eigentlich gar nicht, aber die Eltern haben ihn angefleht und gebeten und so weiter und so weiter. Und schließlich war er dann doch mitgekommen. Und dann hörte der junge Mann meine Predigt und der hat sich während der ganzen Zeit nur geärgert, weil er das alles nicht glaubte und nicht wollte. Er war nur aus Liebe zu seinen Eltern mitgekommen. Und dann hat der junge Mann sich geschworen, ich haue ab. Damals konnte man aussiedeln, das war noch die Zeit vor der großen Aussiedlerwelle, aber man konnte schon aussiedeln und dann hat er die Anträge gestellt und schließlich hat er die Genehmigung bekommen und dann durfte er nach Deutschland. Alle Verwandten, die ganze Familie, alle waren noch da, aber er durfte nach Deutschland. Und dann wohnte er irgendwo in Deutschland. Und er hatte ja da in Frunze immer wieder meinen Namen gehört von den Eltern und auch Zettel gesehen, wo mein Bild drauf war. Und nun war er in Deutschland und hatte auch schnell eine Arbeitsstelle gefunden. Und an einem Abend kommt er von der Arbeit zu seinem Auto und da ist hinter seinem Scheibenwischer ein Zettel mit meinem Bild, mit meinem Namen, Einladung zu einer Zeltevangelisation. Er hat sich geärgert. Jetzt bin ich hier in Deutschland, bin geflohen vor diesen Frommen, aber hier sind sie auch. Und jetzt schon wieder eine Einladung für diesen Willem Pals und mich mochte er ja gar nicht. So, und dann hat er gehört in Deutschland, dass man nach Paraguay auswandern kann. Und dann hat er so einen Antrag gestellt und dann hat er auch irgendwann die Genehmigung bekommen und dann ist er ausgewandert nach Paraguay. Er wollte endlich weg von all diesen Frommen. Und er kam in Asunción an, auf dem Flugplatz und dann in die Hauptstadt nach Asunción und dann sieht er ein riesen Plakat mit meinem Bild, herzliche Einladung zur Evangelisation. Und dann hat er vor diesem Plakat gestanden und hat gezittert. Was ist das jetzt? Da war eine Adresse vom Mennoheim. Dann ist er zu dem Mennoheim und hat gefragt, ob sie wissen, wo man diesen Pals findet. Dann haben die gesagt, der hat hier gerade übernachtet. Der beginnt morgen mit einer Evangelisation. Das muss man sich mal vorstellen. Der ist nur hier, der hat hier übernachtet und da ist sein Zimmer, nur mal so und so. Und dann kam er zu meinem Zimmer. Er wollte mich begrüßen, aber konnte nicht, fing an zu weinen. Hat er mir seine Geschichte erzählt. Dann habe ich ihm den Heilsweg erklärt, so gut ich konnte. Und dann sind wir auf die Knie gegangen vor meinem Bett. Und dann hat dieser junge Mann sich bekehrt. So richtig von Herzen bekehrt. Die Gebete seiner Eltern waren erhört. Aber die Geschichte geht noch weiter. Dann ein paar Jahre später war ich in Deutschland irgendwo in einer Zeltevangelisation und ich komme schon etwas vorher und gehe zum Büchertisch und dann steht da dieser junge Mann, der sich in Paraguay bekehrt hatte, neben ihm seine Frau, hochschwanger. Es hat ihm dann doch nicht so gefallen in Paraguay. Er hat da zwar seine Frau gefunden, aber er wollte dann doch wieder nach Deutschland zurück. Und nun war er mit seiner Frau aus Paraguay wieder in Deutschland. Und wir begegnen uns da. Ihr Lieben, wenn man so etwas erlebt, und ich könnte jetzt fortfahren und den ganzen Tag weiter Geschichten erzählen, die ich erlebt habe, die wirklich wahr sind. Und dies ist eine von ihnen. Aber jetzt zurück zu dieser Bibelstelle. Ich habe dich lieb. Dieser kurze Satz besteht aus vier Worten. Und jetzt müsst ihr mal ganz gut mitdenken. Ich habe dich lieb. Das erste Wort ist ich. Wer spricht hier eigentlich? Hier spricht der lebendige Gott. Ich. Er hat uns lieb. Er ist allgegenwärtig. Er ist allmächtig. Er ist nicht blind. Er ist nicht schwerhörig, er hat keine Arthritis. Nein, das ist Gott, Gott, der hier spricht. Und das zweite Wort, habe. Ich habe lange darüber nachgedacht, habe. Er sagt nicht, ich hatte, als du noch ganz so ein kleines, unschuldiges Baby warst. Oder ich werde mal, wenn du dich dann bewährt hast. Nein, habe. Das ist jetzt, jetzt in diesem Moment. Das ist morgen, das ist übermorgen, das ist immer. Habe, das ist Gegenwart. Das ist jetzt. Du könntest das Datum dazu schreiben.
Und das dritte Wort, dich. Ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb. Fühlt ihr euch angesprochen? Gott spricht hier nicht über seinen Sohn oder zu seinem Sohn. Er spricht hier nicht zu irgendeinem Engel oder zu einem Heiligen, sondern er spricht hier zu Jakob. Und im weiteren Sinne sind wir alle mitgemeint. Ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb. Und das vierte Wort jetzt, lieb. Gott sagt nicht, ich habe dich durchschaut. Das hat er natürlich auch, aber das sagt er nicht. Er sagt nicht, ich habe genug. Er sagt nicht, ich habe dich gewarnt. Ich habe dich satt. Ich habe dich verworfen. Sondern Gott sagt, ich habe dich lieb. Nachdem ich mich bekehrt hatte, damals mit fast 21, war mein erstes Gemeindeerlebnis eine Versammlung in einer landeskirchlichen Gemeinschaft. Und als ich da reinkam, hatte mein Motorrad draußen abgestellt, dann kam ich da rein mit meiner Motorradkluft, Sturzhelme gab es damals noch nicht, aber eine Lederjacke und so weiter, war ich in der Garderobe und dann kam ein älterer Mann zu mir. Später habe ich dann erfahren, dass dieser ältere Bauer ein ganz großer Beter war, der schon jahrzehntelang für die Dörfer betete, einer der treuesten in der Gemeinschaft. Und dann hat er irgendjemand ihm wohl einen Wink gegeben, das hatte sich schon ein bisschen herumgesprochen, dass dieser Willem Pahls, dieser verrückte Auto, nein, Motorradfahrer, der die Straßen unsicher macht, dass der fromm geworden ist. Und für den Bruder Mowinkel war das eine Riesenfreude. Dann kam der zu mir da in der Garderobe und sagt, und du bist der Wilhelm, Plattdeutsch, bei uns sprachen alle Platt im Dorf, und du bist der Wilhelm, ja. Und dann sagt er, Wilhelm, drück dich, your big, verdien vorrat. 30 Jahre bete ich für deinen Vater und jetzt bekehrt sich der Junge und dann hat er mich gedrückt und mich fast nicht mehr losgelassen. Und ich weiß nicht, wie es dann, ich habe dann auch etwas gesagt, dann hat er mich nochmal genommen. Oh, ich habe gedacht, Mensch, wir hätten hier alle so begrüßt. 30 Jahre bete ich für deinen Vater und jetzt bekehrt sich der Junge. Was das für ein Erlebnis war. Und dann kam ich in den Saal und dann sang da vorne eine Jugendgruppe. Ich kann mich so gut erinnern, als wäre das eben gerade geschehen. Dann sang diese Jugendgruppe das Wort vom Kreuz. Wie heißt das denn jetzt wieder? Jetzt komme ich selbst nicht drauf. Ist egal. Und dann, als die Predigt zu Ende war, kam noch einmal ein Lied und dann sangen sie, das wollte ich hauptsächlich sagen, grundlose, herrliche Liebe von Gott. Lieb, oh so groß. Nach jedem Vers kam dann wieder dieser Refrain, grundlose, herrliche Liebe von Gott. Lieb, oh so groß. Das waren so meine ersten Erfahrungen auf dem Glaubensweg. Menschenliebe kann aufhören. Und manche Leute haben richtig Angst davor. Menschenliebe kann aufhören. Der geliebte Ehegatte kann tödlich verunglücken. Und dann kann die Frau ihn nur noch besuchen in der Leichenhalle. Das ist hart, so etwas, wenn so eine Nachricht kommt. Und wie oft gibt es das? Ein Unfall oder eine ganz schlimme Krankheit oder der Mann muss in den Krieg. Etwas ganz Schlimmes finde ich, wenn ein Mann untreu wird oder eine Frau untreu wird und die Ehe daran zerbricht. Vor einiger Zeit hatte ich mal eine Frau im Gespräch, die saß da und weinte und sagt, ich habe meine Eltern gepflegt. Ich war ganz für meine Eltern da, jahrelang habe ich sie mit Liebe gepflegt und dann starb mein Vater. Aber dann hatte ich ja meine Mutter noch, dann habe ich meine Mutter gepflegt. Und jetzt ist meine Mutter gestorben. Ich bin allein in der großen Wohnung. Dann saß sie da und weinte. Das war für sie so furchtbar. Das war ihr Lebensinhalt, die Pflege ihrer alten Eltern. Und nun war sie plötzlich allein. Und es gibt andere Beispiele. Ein junges Mädchen ist verlobt. Sie sind beim Planen der Hochzeit.
alles ist eigentlich schon geplant. Die Gäste sind sogar schon informiert, dann und dann soll die Hochzeit sein. Und dann kommt mit einem Mal ein Paket von dem Verlobten. Da sind alle Briefe drin, die sie ihm mal geschrieben hat, noch so ein paar Geschenke und dann eine kurze Erklärung, dass er die Verbindung auflösen möchte. Er hat jetzt nach viel Überlegen doch gemerkt, dass das doch nicht der richtige Weg ist und er möchte sich von ihr trennen. Er möchte auch keine weiteren Gespräche und Kontakte mehr. Diese Entscheidung ist endgültig. Er möchte sich von ihr trennen. Dieses Mädchen ist fast verrückt geworden. Das Mädchen ist fast verzweifelt. Das konnte nur noch weinen. Und dann passiert Folgendes. Dieses Mädchen schlägt die Bibel auf. Es war gläubig. Das Mädchen schlägt die Bibel auf. Und was sagt Gott dazu? Und stößt zufällig, aber das hat Gott so geführt, auf diese Bibelstelle. Ich habe dich lieb. Und ist dann auch wieder zurechtgekommen. Ist inzwischen verheiratet und hat Kinder, so hat Gott es geführt. Und vielleicht ist sie heute sogar dankbar dafür, dass das damals auseinanderging. Ein anderes Beispiel, das hat mir ein Aussiedler gesagt, der einige Jahre in Russland im Gefängnis war, nur weil er mit seinen Kindern christliche Lieder gesungen und die Bibel gelesen hat. So war das ja dort. Und dann sagt er, als er, nachdem er abtransportiert worden war, über Nacht, nicht einmal wusste, in welche Himmelsrichtung es ging, und dann irgendwo rausgelassen wurde und dann ins Gefängnis geschoben wurde und dann der Wärter ihn in seine Zelle geschubst hatte und die Tür hinter ihm zugeschlagen war, eine kalte Zelle, Fenster so hoch, dass man nicht rausgucken konnte, und er stand da in dieser Zelle. Er hört die Schritte vom Wärter auf dem Gang. Mit einem Mal wird ihm bewusst, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Mein Name steht im Buch des Lebens. Und dieser Wärter, wenn der stirbt, wo geht der dann hin? Und dann wird ihm mit einem Mal bewusst, ich bin so reich, so unendlich reich, viel reicher als der Wärter, der mir gerade einen Fußtritt gegeben hat. Er hat die Liebe Gottes erlebt. Und solche Beispiele kann man ja immer wieder hören und auch lesen. Ich habe dich lieb, sagt Gott. Menschenliebe kann aufhören, aber Gottes Liebe hört niemals auf. Sein Name ist wunderbar. Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst. Egal an was du gerade denkst, Gott ist immer noch größer. Gott ist immer weiser. Gott ist immer reicher. Er, der das Weltall in seiner Hand hat, kümmert sich um dich und um mich. Kann Gott uns überhaupt verstehen? Diese Frage habe ich schon, wer weiß, wie oft gehört. Kann dieser große Gott uns überhaupt verstehen? Nimmt er überhaupt Notiz von mir und von meiner kleinen Not? Vor einiger Zeit, auch schon etwas länger her, fragte mich einmal eine Frau, meinen Sie, dass Gott je Atemnot gehabt hat? Sag ich, warum fragen Sie so? Dann sagt die Frau, ich kann schon seit Monaten nicht mehr ins Bett. Ich würde ersticken, ich kriege keine Luft. Ich kann nur noch im Sessel die Nacht verbringen. So furchtbares Asthma. Meinen Sie, dass Gott je Atemnot gehabt hat? Kann Gott mich überhaupt verstehen? Hatte Gott jemals Hunger? Kann Gott die Hungrigen verstehen? War Gott jemals einsam? Hatte Gott jemals Angst? Hatte Gott jemals Schmerzen? Kann Gott uns überhaupt verstehen? Ihr Lieben, in Jesus kam Gott auf unsere Ebene. Und ich möchte sagen, hat je jemand mehr gelitten als Jesus? Er war zwar immer von Menschen umgeben, aber in Wirklichkeit war er der einsamste Mensch, denn ihn verstand in Wirklichkeit überhaupt keiner. Hat je einer größere Angst ausgestanden als Jesus?
im Garten Gethsemane. Und wenn man an die Schmerzen denkt, ich denke, die Geißelung war genauso schlimm wie die Kreuzigung. Das, was sich Leute da ausgedacht haben, das ist etwas vom qualvollsten und grausamsten, was es überhaupt gibt. Und das hat Jesus erduldet. Wer hat je mehr gelitten als Jesus? Und ganz besonders an der Schuld dieser Welt. Ich möchte jetzt mal etwas erklären. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Ich hoffe, wir verstehen das alle. Und als Jesus im Garten Gethsemane betete, die Jünger waren eingeschlafen, auch die drei Treuesten waren schließlich eingeschlafen. Und Jesus war dann allein und lag da irgendwo auf Knien und betete. Er ging zurück zu den Dreien und fragte, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Aber die haben das nicht geschafft. Jesus ging wieder an seinen Platz und betete weiter. Und was betete Jesus da? An einer Stelle sagt Jesus da, Vater, Vater, gibt es nicht eine Möglichkeit, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Jesus war freiwillig gekommen. Jesus wollte die Welt erlösen. Aber das, was jetzt geschehen sollte, das war für ihn so schrecklich, dass er nicht mehr konnte. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Was war denn das für ein Kelch? Ihr Lieben, Jesus sah da in einen Kelch hinein, den er trinken sollte. In diesem Kelch war die Sünde der Welt. Jesus hatte nie mit einer Sünde zu tun. Und jetzt hat er diesen Kelch da vor sich. In dem Kelch war deine Lüge, deine Lieblosigkeit, deine Unversöhnlichkeit, deine Rechthaberei, dein Hochmut, dein Stolz, dein Aberglaube, deine Eifersucht, deine schlechten Gedanken und Worte und Handlungen. Das alles war in diesem Kelch, der ganze Schmutz dieser Welt. Und Jesus sah sich das an und sah, er konnte nicht. Er konnte nicht mehr. Vater, gibt es keine Möglichkeit, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Und was geschah dann? Jesus hatte vorher zu seinen Jüngern gesagt, ich könnte den Vater bitten. Und er würde Legionen von Engeln senden, die würden mich hier rausholen. Aber der Vater sandte kein Heer von Engeln, sondern der Vater sandte einen Engel. Dieser eine Engel kam zu Jesus und redete mit Jesus. Kein Mensch weiß, was der Engel gesagt hat. Ich sage mal, was ich so denke. Vielleicht war es so. Wahrscheinlich hat der Engel zu Jesus gesagt, Jesus, du musst den Kelch nicht trinken. Du bist freiwillig in diese Welt gekommen. Du kannst zurückkommen. Sofort. Aber wenn du zurückkommst, wird die ganze Welt verloren gehen. Aber wenn du den Kelch trinkst, kann die Welt gerettet werden. Und dann steht da, das steht in der Bibel, der Engel stärkte ihn. Nachdem der Engel ihn gestärkt hatte, hat Jesus sich durchgerungen. Wie es in einem Lied heißt, ja, Vater. Ja, Vater, ja, leg auf, ich will es tragen. Mein Wollen hängt an deinem Mund, mein Wirken ist dein Sagen. O Wunderlieb, o Liebesmacht, du kannst, was nie ein Mensch gedacht, Gott seinen Sohn abringen. O Liebe, Liebe, du bist stark, du streckest den in Grab und Sarg, vor dem die Felsen springen. Und wenn ich daran kaputt gehe, ich nehme jetzt den Kelch. Und dann nahm Jesus ihn. Jesus nahm die Sünde der ganzen Welt auf sich. Und dann stand er auf und ging den Soldaten entgegen, wurde gefesselt, abgeführt, verurteilt, gegeißelt, gekreuzigt. Ja, Vater, ja. Ihr Lieben, von da kommt dieses Wort, ich habe dich lieb.
Es gilt für dich und es gilt für mich. Ich bin so froh darüber. Wer sehen will, was Liebe ist, der muss über Gethsemane nachdenken. Denkt weiter darüber nach, wenn ihr zu Hause seid. Wer wissen will, was Liebe ist, der muss nach Golgatha gehen. Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Ich habe dich lieb. Ihr Lieben, dieser wunderbare Satz, ich habe dich lieb, ist nicht nur für Leute, die sich gut verstehen, für Leute, die sich lieb haben. Dieser wunderbare Satz, der gilt von Gott her gesehen eigentlich für jeden. Für jeden Menschen. Jeden Morgen ruft er dir zu, ich habe dich lieb. Ich habe in meinem Leben in vielen, vielen, vielen Hotels übernachtet. Und wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, dann kann man bei der Rezeption sagen, es wäre schön, wenn Sie morgen früh um 6:30 die ganze Gruppe wecken würden. Geht das? Ja, das geht. Und dann um 6:30 klingelt das Telefon in allen Zimmern und dann, wenn die Leute den Hörer abnehmen, dann heißt es, guten Morgen, heute ist Montag, der so und so vielte, es ist jetzt 6.30 Uhr, einen schönen Tag, weg. Alle Leute werden geweckt. Und ich habe dann manchmal so gedacht, wenn das so klingelt am Morgen, ich mache dann immer nur so tack, tack. So. Ja, ich weiß ja, was Sie sagen wollen. Aber genauso habe ich auch das Empfinden morgens, wenn ich wach wäre, als ob es klingelt. Gott ist schon da und Gott sagt mir, ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb. Keine Sorge, ich sorge für dich. Heute bin ich bei dir. Ich habe dich lieb. In einem schönen Gedicht heißt es, das ist für die Leute, die immer Angst haben, dass irgendwas passiert und Gott vielleicht das gar nicht gesehen hätte. In einem Lied heißt es, alles, was an uns herankommt, muss zuerst an Gott vorbei. Darum sind als Jünger Jesu wir trotz Angst und Fesseln frei. Ohne unseres Vaters Willen fällt kein Haar von unserem Haupt. Selig, wer in allen Lagen das von ganzem Herzen glaubt. Unsere Freuden, unsere Leiden sind zutiefst von Gott bestimmt. Weiß er doch seit Ewigkeiten, welchen Ausgang alles nimmt. Blut erkauft und Gott geheiligt und zur Sohnschaft ausersehen, dürfen sogar im Tal des Todes wir gebahnte Wege gehen. Lasst uns fröhlich weiter wandern, ob der Pfad auch dunkel sei. Denn alles, was an uns herankommt, muss zuerst an Gott vorbei. Ich hatte mal eine Evangelisation in der Schweiz, in der französischen Schweiz. Wurde alles übersetzt in Französisch, in dem großen Zelt. Und während der Evangelisation wohnte ich bei einem Lehrer. Der Lehrer war gleichzeitig auch der Gemeindeleiter, predigte auch. Er hatte eine große Familie. Sie hatten 12 Kinder. Überhaupt interessant, das habe ich oft beobachtet, dass die Leute, die sowieso schon am meisten zu tun haben, am ehesten bereit sind, Gäste aufzunehmen. Ganz was Komisches. Nun, und bei dieser Lehrersfamilie war ich dann zu Gast. Und genau in der Zeit hatten sie ein Schulmädchen aus dem Zürcher Oberland, das war so ein Wechsel. Ihre eine Tochter war da als Austauschschülerin und von da hatten sie eine Schülerin bei sich. Die war wohl so 13 Jahre alt. Und natürlich haben sie die dann auch mitgenommen in die Evangelisation. Und dann vergingen ein paar Tage und dann sagte der Lehrer, dieses Mädchen möchte unbedingt mal mit mir sprechen. Aber nicht am Abend da im Seelsorgezelt, sondern wenn es möglich ist, mal hier am Tag. Ja, natürlich war das möglich. Dann haben wir eine Zeit ausgemacht, am Nachmittag dann und dann. Dann kommst du und dann sprechen wir zusammen. Und dann saß dieses Mädchen da und jetzt hört. Das Mädchen fing an, konnte fast nicht reden, weil es schon fast am Weinen war. Und dann sagt das Mädchen, ich bin ein unerwünschtes Kind. Ich bin ein unerwünschtes Kind. Sag, wie kannst du sowas sagen?
woher weißt du denn das? Sagt sie, ja, jetzt bin ich schon weiß ich, eine Woche oder wie lange hier. Und das ist hier so schön. Und die Eltern sind so lieb und die Kinder vertragen sich. Und das ist so schön in der Familie. Aber ich bin ein unerwünschtes Kind. Wie kannst du sowas sagen? Ja, weil Papa das schon, wer weiß, wie oft gesagt hat. Ein Brotfresser zu viel. Papa hat einmal gesagt, sie wollten sie eigentlich überhaupt nicht haben, sie wollten sie wegmachen. Aber damals ging das noch nicht so einfach. Ich bin ein unerwünschtes Kind. Nun, die Geschichte ging weiter, aber was ich sagen wollte, ihr Lieben, an dem Nachmittag wurde mir das mit einem Mal so groß. Gott hat nur Wunschkinder. Gott hat nur Wunschkinder. Bist du bekehrt? Bist du wiedergeboren? Hast du Jesus aufgenommen in dein Herz und Leben? Du bist geliebt, bist ein Wunschkind. Dein Name steht im Buch des Lebens. Das ist so etwas Gewaltiges. Noch ein anderes Beispiel. Ich evangelisierte in der Schweiz und wohnte bei einer Familie, die 8 Kinder hatte. Wieder so ein Fall. 8 Kinder und dann nehmen sie auch noch den Evangelisten auf. Aber das war eine wunderbare Zeit in der Nähe von Thun. Und dann genau in der Zeit, als ich dort wohnte, erfuhr die Mutter vom Arzt, dass sie wieder schwanger war. Und das war für sie ganz schwer anzunehmen. Sie konnte das fast nicht annehmen. Sie hatten die Kinder ja gern, aber jetzt nach dem 8. noch einmal schwanger. Und dann war sie bei mir und hat sich ausgesprochen und wir haben darüber geredet. Und ich weiß noch, wie ich hier dann gesagt habe, wer weiß, vielleicht hat Gott etwas ganz Besonderes mit dem Kind vor. Ja, sie haben sich dann damit abgefunden und schließlich haben sie sich sogar darauf gefreut. Und als es dann soweit war und das Kind geboren war, da hatten sie den Wunsch, dass wir, in der Gemeinde ist das so üblich, dass die Kinder einen Paten bekommen, dass ich Pate sein sollte. Und dann war ich natürlich in dem Gottesdienst, wo das Kind gesegnet wurde. Und dann hörte ich zum ersten Mal den Namen Dorothea. Wisst ihr, was das bedeutet? Geschenk von Gott. Gottes Geschenk. Dorothea. Ich habe den Weg dann weiter verfolgt, war dann später, nachdem sie den Unterweisungskurs gemacht hatte, bei der Abschiedsfeier. Sie hat geheiratet, sind aktiv in der Gemeinde in der Schweiz. Dorothea, ich habe dich lieb. Gott hat uns geliebt, bevor wir zu ihm kamen. Er hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren, steht sogar in der Bibel. Er hat uns geliebt, als wir Feinde waren. Ich erzähle euch noch eine Geschichte. Ihr könnt so gut zuhören. Eine wahre Geschichte. Da ist eine Familie, der Vater verunglückt tödlich. Sie haben einen Sohn, der ist schon eigentlich erwachsen. Und die Mutter und Sohn, die bleiben zurück. Der Vater ist tödlich verunglückt. Die Mutter hat eine ganz kleine Rente. Aber sie arbeitet ja auch noch etwas. Und sie haben eine Wohnung direkt an der Straße im Dorf. Eine Nebenstraße, wo keine Straßenbeleuchtung ist. Und da haben sie ihr Haus, ihr Häuschen, direkt an der Straße. Man geht vom Fußweg direkt steht man vor der Haustür. Aber über der Haustür ist eine kleine Lampe. Und dieser Junge, der ist auf schlimmen Wegen unterwegs. Die Mutter ist gläubig. Sie hat viel für ihren Jungen gebetet und geweint. Na, Freundinnen haben mitgebetet für den Jungen. Aber es wird immer schlimmer, immer schlimmer. Und eines Tages sagt der Junge, ich haue ab. Er packt seinen Koffer zusammen. Bis dahin hat die Mutter jeden Abend, bevor sie ins Bett ging, die Haustür zugeschlossen mit dem großen Schlüssel und den Schlüssel auf die Fensterbank gelegt
und das Fenster so aufgemacht, dass man es von draußen öffnen konnte. Und dann hat sie die Lampe angemacht vor der Tür und ist ins Bett gegangen. Aber sie hat jeden Abend wach gelegen, manchmal bis nach Mitternacht, bis der Junge endlich nach Hause kam. Und so war das eine lange, lange Zeit, bis er dann seinen Koffer packte und abhaute. Und jetzt Folgendes. Dieser Junge hat, was weiß ich wo, gelebt und mal da gearbeitet und wieder rausgeflogen und getrunken und getan. Ein ganz furchtbar gottloses Leben geführt. Und dann wurde er krank. Und in seiner Krankheit, wer sollte ihn pflegen und wie sollte das gehen? Da hat er sich wieder an seine Mutter erinnert. Hat in der ganzen Zwischenzeit kein einziges Mal angerufen, kein einziges Mal geschrieben. Und jetzt erinnert er sich wieder an seine Mutter. Ob die noch lebt? Ob die mich wieder aufnimmt? Dann hat er sich auf den Weg gemacht nach Hause. Und dann kam er ins Dorf und es war schon dunkel, aber da war ja Straßenbeleuchtung. Dann ist er das Stück gegangen bis zu der Seitenstraße, die ja dunkel war. Und dann sieht er von Weitem die Lampe über der Haustür. Und da flammte Hoffnung auf. Sollte die Mutter noch leben? Sollte die Mutter noch leben? Sollte die noch in dem Haus leben? Und dann kam er vor die Haustür. Dann hat dieser verlorene, heruntergekommene Sohn vor der Haustür gestanden und vorsichtig ans Fenster gelangt. Es ließ sich öffnen und er fasst auf die Fensterbank und da liegt der Schlüssel. Dann hat er die Tür aufgeschlossen und als er auf den Flur kam, da geht die Tür vom Schlafzimmer der Mutter auf. Und die Mutter kommt raus und nimmt ihren Jungen in die Arme. Junge, ich hab dich lieb. Ihr Lieben, es gibt Geschichten, die kann man fast nicht glauben. Aber die gibt es und die sind wahr. Als ich die Geschichte hörte, ich habe sie jetzt so gut wie möglich erzählt, wie ich sie in Erinnerung habe, als ich die Geschichte hörte, da wurde für mich das eine gewaltige Predigt. Das wurde für mich ein Gleichnis. Ihr Lieben, so ist Gott. Ja, Gottes Liebe ist noch größer. Es gibt keine Sünde, die Gott nicht vergeben kann, die Gott nicht vergeben will. Du kannst nie tiefer fallen als in seine Arme. Du musst das nur glauben und Ja sagen zu seinem Angebot. Ich habe dich lieb. Mutterliebe, Vaterliebe, Gottesliebe. Es ist einfach etwas ganz Gewaltiges. Gottes Liebe ist wie die Sonne, heißt es in einem Lied. Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Und dann heißt es weiter in einem Vers, streck dich ihr entgegen, nimm so viel du willst. Nochmal zurück zu dem Jungen, den die Mutter erwartet hat. Stell dir mal vor, der Junge wäre nicht gekommen. Die Mutter hat in der ganzen Zwischenzeit, jeden Abend, bevor sie ins Bett ging, den Schlüssel abgezogen, auf die Fensterbank gelegt, die Lampe angemacht und ist ins Bett gegangen. Sie hat jeden Abend, jede Nacht, immer, jeden Tag auf die Heimkehr, Rückkehr des Sohnes gewartet. Stell dir mal vor, der wäre nicht gekommen. Ihr Lieben, wie ist das bei Gott? Der wartet, dass du dich bekehrst. Und es gibt Menschen, die könnten schon lange bekehrt sein, aber sie sind es nicht. Und ich könnte mir denken, in so einer großen Versammlung, dass hier sogar einige sitzen, die das noch nicht erlebt haben. Gott wartet, Gott wartet. Wie muss das für Gott sein? Er wartet jahrelang. Auf manche wartet er Jahrzehnte und die kommen nicht. Die kommen einfach nicht. Im Himmel sind nur Freiwillige. Wir sind alle eingeladen. Und ich sage das jetzt nochmal, das, was ich gestern schon kurz angeschnitten habe. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Ich frage nicht, ob du
die Lieder kennst oder gute Predigten gehört hast. Ich frage nicht, ob du glaubst, dass es einen Gott gibt. Das glaubt sogar der Teufel. Ich frage nicht, ob du in eine Gemeinde gehst oder eine Kinderfreizeit mitgemacht hast oder etwas anderes, sondern bist du bekehrt? Kannst du erzählen von einer Stunde, in der das passiert ist? Du musst nicht das Datum wissen. Das weiß ich auch nicht von meiner Bekehrung. Aber das, was da passiert ist, das werde ich nie mehr vergessen. Als Gott mich überführt hat und ich erkannt habe, ich bin ein verlorener Sünder. Wenn ich so in die Ewigkeit gehe, bin ich ewig verloren. Ich muss Jesus annehmen. Und dann habe ich mich dahin gekniet, so wie es in dem Buch von Werner Heugelbach erklärt wurde. So habe ich es dann gemacht, habe das Buch zur Seite gelegt und habe ich mich hingekniet und habe ich Jesus gebeten, Herr, vergib mir meine Sünden. Es gibt keinen Menschen, der sich an jede Sünde erinnern kann. Das kann keiner. Aber Jesus kann es. Und darum kann ich zu ihm gehen und sagen, Herr Jesus, vergib mir alles. Entscheidend ist nur, ob ich es ehrlich meine, ob ich es wirklich will. Herr Jesus, vergib mir alles. Die Sünden meiner Kindheit, die Sünden meiner Jugend, die Sünden meines Lebens, bitte vergib mir alles. Auch die Sünden, an die ich überhaupt nicht mehr mich erinnern kann. Herr Jesus, vergib mir jetzt. Und während ich bete, nimmt Gott das weg. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht rein von aller Sünde. Ihr Lieben, bei der Bekehrung geht es nicht darum, dass ich jede einzelne Sünde bekenne, sondern dass ich mit ehrlichem Herzen mein ganzes Herz ausschütte, Herr, vergib mir alles. Und wenn ich das gemacht habe, also gestern Abend, wenn ich daran denke, ich kann das hier sagen, der sich gestern Abend bekehrte nach der Predigt, der hatte ein ganz schlimmes Leben hinter sich. Schlimmer geht's fast nicht. Nun hat er monatelang Predigten von mir gehört im Internet und Kassetten von früher. Und er war irgendwie vorbereitet. Und er hat mir gesagt, gestern Abend hat er hier gesessen, hat gekämpft mit sich. Mach ich's nicht. Seine Eltern sind gläubig, haben viel für ihn gebetet. Und dann so kam er. Und als wir dann gebetet haben, nachdem wir zusammen, ich hatte ihm ein Gebet vorgesprochen und er hat es mir nachgesagt. Und als wir zu Ende waren mit Gebet, da habe ich gefragt, glauben Sie, dass Gott uns erhört hat? Ja, das glaube ich. Und sein Gesicht war verändert. Wollen Sie ihm einmal dafür danken? Ja. Und dann dankt er zum ersten Mal in seinem Leben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir alle meine Sünden vergeben hast und dass du jetzt in mir wohnst und dass ich ein Kind Gottes bin. Ihr Lieben, das ist so gewaltig. Und wenn jemand von euch das noch nicht erlebt hat, du kannst das heute erleben. Wenn ein Mensch seine Sünden Jesus bringt, mit der Bitte um Vergebung, nimmt Jesus sie weg. Das ist Bekehrung. Was ist Bekehrung? Das kann man mit einem Satz sagen. Jemand bringt seine Sünden zu Jesus mit der Bitte um Vergebung. Das ist Bekehrung. Und was ist Wiedergeburt? Nachdem man seine Sünden abgegeben hat, kommt die zweite Hälfte, die Wiedergeburt. Ich öffne mein Herz und sage, Herr Jesus, komm in mein Herz. Die Bibel sagt, wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Errettung besteht immer aus diesen beiden Seiten. Die erste Seite, der Mensch bekehrt sich, und die zweite Seite, er nimmt Jesus auf in sein Leben. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und der Herr nimmt sie weg. Bei der Wiedergeburt gibt Gott nämlich seinen Sohn und der Mensch nimmt ihn im Glauben an. Beide Male ein Gebender und ein Nehmender. Nochmal, bei der Bekehrung gibt der Mensch seine Sünde und der Herr nimmt sie weg. Bei der Wiedergeburt gibt Gott seinen Sohn und der Mensch nimmt ihn an im Glauben und er wird ein Kind Gottes. Nochmal die Frage, hast du das erlebt? Kannst du davon erzählen? Ja, hat es da irgendwo mal diese Stelle gegeben, wo du Heilsgewissheit bekommen hast, wo du gemerkt hast, ja, jetzt bin ich drin.
Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Oh, wie viele Leute laufen herum, wenn man sie fragen würde, bist du bekehrt? Ja, ich hoffe doch, ich denke doch. Wenn ich jetzt fragen würde, bist du verheiratet? Stellt euch mal vor, der würde sagen, ich hoffe doch, ich denke doch. Hast du heute Morgen gefrühstückt? Ich war sogar dabei, ja. Ich kann es bezeugen. Aber wenn er jetzt zweifeln würde, das wäre doch komisch. Was würden wir dann denken? Ich war doch selbst dabei. Und wenn mich jemand fragt, bist du bekehrt? Ja, woher weißt du das so genau? Weil ich selber dabei war, weil ich das gemacht habe. Ich habe mich bekehrt. Und glaubst du, dass du ein Gotteskind bist? Ja, natürlich glaube ich das. Woher weißt du denn das? Ja, weil das in der Bibel steht. Was steht denn in der Bibel? In der Bibel steht, wer Jesus im Glauben aufnimmt, wird ein Gotteskind. Und ich habe Jesus im Glauben aufgenommen, also bin ich ein Gotteskind. Ihr Lieben, ich wünsche, wir könnten alle heute nach Hause gehen mit dieser ganz großen Gewissheit. Ich bin gerettet. Ich bin ein Kind Gottes. Mein Name steht im Buch des Lebens. Und wenn Jesus heute Nachmittag wiederkäme, ich wäre dabei. Diese ganze Konferenz stand ja unter diesem Thema Evangelisation. Unser Land hat nichts nötiger als Evangelisation. Und ich kann euch sagen, mein Herz blutet, wenn ich sehe, was auf dem Gebiet heute geht. Viele Bewegungen haben ihre Zelte abgeschafft. Und die Zelte, die noch da sind, kann man fast nicht unterbringen, weil man kaum Gemeinden findet, die eine Zeltevangelisation wünschen. Eigentlich müsste man sich darum reißen. Unser Land hat nichts nötiger als Evangelisation. Evangelisation, wo das Evangelium ganz klar verkündigt wird, wo über Bekehrung geredet wird, wo über die Notwendigkeit der Wiedergeburt geredet wird, wo Menschen sich bekehren, damit die Zahl der wirklich Glaubenden größer wird, viel, viel größer. Es gibt noch so viele Menschen, die wir so gern dabei hätten, aber wie sollen sie denn Jesus finden, wenn wir nicht evangelisieren? In einer Evangelisation wird der Heilsweg erklärt. Da wird über Sünde und Gnade geredet. Da wird die Bekehrung und die Wiedergeburt erklärt. Und Leute müssen das nur zwei, dreimal hören. Und dann merken sie, ja, eigentlich habe ich das nötig. Eigentlich sollte ich das machen. Ich habe eigentlich selten erlebt, dass ein Mensch nach der ersten Predigt sich bekehrt hat. Die meisten Menschen waren zweimal, dreimal, manchmal noch öfter im Zelt, bis sie dann kommen. Wie oft habe ich erlebt, dass Leute in der Seelsorge mir gesagt haben, ich wollte vorgestern mich schon bekehren, aber als es dann soweit war, hatte ich den Mut. Und gestern wollte ich ganz bestimmt kommen, aber als ich dann auf dem Weg zum Seelsorgezelt war, da standen da einige Bekannten und dann war wieder aller Mut weg. Und jetzt endlich ist es soweit. Eine Evangelisation in der Schweiz, die Evangelisation war zu Ende und es war schon nach Mitternacht und ich war gerade ins Bett gegangen. Ich war aber noch wach. Ich wohnte da bei einem älteren Ehepaar. Und dann hörte ich, dass es läutete. Es war jemand an der Haustür. Und dann hörte ich Stimmen da unten. Und dann habe ich schon etwas geahnt. Und dann kam der ältere Herr nach oben, klopfte und dann sagte der Bruder Pauls, Entschuldigung, aber da unten ist die Lehrerin hier aus dem Dorf. Steht da weinend an der Tür und fragt, ob sie noch mit ihnen sprechen kann. Da habe ich mich schnell wieder angezogen, natürlich, und bin dann runter und dann saßen wir im Wohnzimmer. Und da hat die Lehrerin gesagt, sie war fast jeden Abend im Zelt. Und in den letzten Abenden hat sie einige Male vorgehabt, sich zu bekehren. Und immer wenn es soweit war, hatte sie dann doch nicht den Mut. Oder da standen bekannte Leute rum und dann hat sie sich geschämt. So kam sie nach Mitternacht, sie hatte rausgefunden, wo ich wohnte, um sich dann zu bekehren. Manche Leute brauchen etwas mehr Zeit. Und diese Zeit, die haben wir in einer Evangelisation. Meine Evangelisation, jahrzehntelang, haben immer 13 Tage gedauert. Das war so mein Markenzeichen. Ich habe immer am Dienstag angefangen. Und dann über die Woche, über den Sonntag, Sonntag zweimal und am nächsten Sonntagabend war dann Schluss. Immer 13 Tage.
dann war ich eine Woche zu Hause und dann bin ich wieder für 2 Wochen losgezogen. Ich war mehr unterwegs als zu Hause. Das war schwer für meine Familie, aber Gott hat das alles gesegnet und meine Frau hat das mitgemacht, hat das gern mitgemacht. Sie war eine große Beterin. 2 Wochen. Und irgendwann vor ein paar Jahren fing das an, da wollte man nicht mehr 2 Wochen, da wollte man nur noch 10 Tage. Und dann irgendwann wurde das nochmal verkürzt, dann wollte man nur noch 6 Tage. Und jetzt, also mir blutet das Herz, wenn ich das Programm sehe. Wir haben 5 Evangelisten in unserem Missionswerk, die haben meist nur noch Wochenendeinsätze. Die fahren manchmal erst am Freitag los und predigen Freitag, Samstag, Sonntag. Ich bin immer wieder dahinterher, Mensch, mach doch wenigstens einen Tag früher einen Abend für die Gemeinde zum Kennenlernen und dann, ja, Deutschland hat nichts nötiger als Evangelisation. Ich hoffe, dass diese Konferenz ein bisschen dazu beigetragen hat, dass das wieder richtig in Gang kommt. Ihr Lieben, betet dafür, setzt euch dafür ein. Und wenn irgendwo eine Abstimmung kommt, dann stimmt dafür. Ja, 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 wir brauchen Evangelisation. Und betet für die Evangelisten, dass sie nicht mutlos werden, sondern mit großem Elan und mit großer Erwartung in ihren Dienst ziehen. Aber betet auch für die Frauen der Evangelisten. Die Frau muss hinter ihrem Mann stehen. Die Frau muss ihren Mann richtig anschubsen. Als meine Frau damals krebskrank war, sie hat ja mit dem Krebs dann noch 4,5 Jahre gelebt. Und das waren die besten Jahre in unserer Ehe. Aber sie wurde immer schwächer, immer schwächer. Und sie hat bis einen Tag vor ihrem Tod noch allein in der Dusche gestanden. Das war alles gewaltig. Wir haben immer zusammen am Tisch gegessen. Aber sie wurde immer schwächer, bis dann der Morgen kam, wo sie zum ersten Mal sagte, ich glaube, heute bleibe ich mal im Bett. Das war ganz neu. Ich glaube, heute bleibe ich mal im Bett. An dem Abend, ich habe dann den Arzt gerufen und ihm das gesagt, dann hat der Arzt mir gesagt, vielleicht geht es jetzt zu Ende. Dann kam der Hausarzt, ganz lieber Hausarzt, und dann nachher hat er mir gesagt, die Nieren haben aufgehört zu arbeiten. Sie ging einige Male zur Toilette, aber es ging nicht mehr. Die Nieren haben aufgehört zu arbeiten. Bleiben Sie bei ihr. Der Arzt hatte das schon gesehen. Und dann waren wir den ganzen Tag an ihrem Bett, haben Lieder gesungen. Einige unserer Kinder waren da. Unser Ältester Daniel hat Bibelverse gelesen. Das war so gewaltig. Hat er gelesen, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre und so weiter. Ich kenne die Bibelstelle. Und dann sagt meine sterbende Frau, sagt sie, muss das schön sein? Muss das schön sein? Wenn hier auf der Erde ein Haus gebaut wird, dann dauert das vielleicht ein Jahr. Und Jesus baut jetzt schon 2000 Jahre. Muss das schön sein? So ist sie heimgegangen. Und unser Ältester, der sagte nachher in der Gemeinde, so möchte ich auch mal sterben. So stirbt nicht jeder. Aber sie war so vorbereitet. Ihr Lieben, ein paar Wochen vor ihrem Tod hatte ich eine Evangelisation geplant in Bonn. Und der Arzt hat mich so bearbeitet, ich sollte die absagen. Der sagt, Sie waren so viel unterwegs und so viel getrennt, jetzt bleiben Sie bei Ihrer Frau. Und meine Frau hat gesagt, bitte fahr dahin. Sollen Menschen verloren gehen, nur weil ich krank bin? Und dann habe ich nach Bonn angerufen, habe gefragt, sag mal, ist da nicht irgendjemand, der ein Alleinstehender, der mal auf seine Wohnung verzichten kann? Und einfach mal woanders schläft beim Bekannten und wir die Wohnung haben können. Ich wollte meine Frau mitnehmen. Und ruckzuck hatten wir eine kleine Wohnung in Bonn. Dann habe ich meine Frau mitgenommen und dann war ich den ganzen Tag bei meiner Frau. Und abends bin ich in die Evangelisation, habe evangelisiert
Und dann kam ich zurück und konnte ihr das Ergebnis erzählen und sie hat sich gefreut. Und dann kam noch eine Evangelisation in Haiger. Das ist ja nicht weit von hier. In Haiger, in irgendeiner Halle, habe ich da evangelisiert. Und ich wollte absagen. Und wieder hat meine Frau gesagt, nein, sollen Menschen verloren gehen, nur weil ich krank bin? Und dann habe ich in Haiger angerufen. Gibt es nicht irgendwo eine Wohnung? Und dann hat eine Krankenschwester in Haiger uns ihre Wohnung zur Verfügung gestellt. Und dann sind wir beide nach Haiger. Ich habe Sitze runtergemacht und weiches Polster gemacht im Auto. Meine Frau lag im Auto und liegend sind wir dann singend nach Haiger gefahren. Wir haben viel gesungen und dann sind wir eingezogen in die Wohnung der Krankenschwester. Und ich war den ganzen Tag bei meiner Frau, wir hatten es schön. Ich habe studiert und gebetet und so weiter. Und am Abend bin ich in die Halle und habe evangelisiert. Und kurz darauf starb meine Frau. Ihr Lieben, das gibt es selten, das weiß ich. Das war vielleicht auch ihre ganz besondere Gabe. Sie hat auch mal darüber in einer Frauenstunde ein Zeugnis gegeben, wie sie sich als meine Gehilfin gesehen hat. Und wie sie ganz fest geglaubt hat, dass jede Frucht, die ich bringe, auch ihre Frucht ist. Weil sie ja betend hinter mir stand. Das ist etwas Wunderbares. Ihr Lieben, aber das gilt für uns alle. Das gilt für uns alle. Betet für die Evangelisten. Betet für die Frauen der Evangelisten, dass sie das ertragen und dahinter stehen. Betet für die Mitarbeiter in den Zelten, die da manchmal frieren und es gar nicht so leicht haben. Betet für die Mitarbeiter. Betet für Deutschland. Betet für die Evangelisation. Gott liebt diese verlorene Welt. Aber er möchte, dass sie das Evangelium hört, sich dafür öffnet und sich bekehrt und Jesus aufnimmt. Das ist mein ganz, ganz großer Wunsch. Amen.